Wörgl.fm. Menschen aus Wörgl. Denn jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Heute bei uns zu Gast die Sozialmarie, Maria Steiner. Wir werden dann noch gleich erklären, warum sie so liebevoll genannt wird. Hallo Maria. Hallo Lilly, ich freue mich, dass ich dich triff heute. Also wenn man in Wörgl den Namen Maria Steiner nennt oder hört, ist dieser ja unzertrennlich mit dem Sozialsprengel verbunden. Du wirst ja auch oft sehr liebevoll als Sozialmarie bezeichnet. Hattest du deine soziale Ader auch als Kind schon, Maria? Ja, das habe ich von meiner Mama. Die war sehr sozial. Die Mama hat sehr viele Leute, wo sie gewusst hat, die sind im Krankenhaus besucht. Sie hat sie im Altersheim besucht. Also für mich war das ganz selbstverständlich, wenn jemand krank ist, dass man besucht. Und die Mama war da ein gutes Vorbild. Wo bist du denn aufgewachsen, Maria? Ich bin beim väterlichen Bauernhof in Egendorf aufgewachsen. Das ist ja ein sehr geschichtsträchtiger Boden, habe ich mal sagen lassen. Ja, da sind die Urnenfelder, da waren die Ausgrabungen, die oben im Museum sind. Ja. Und ja, da gibt es einiges zum sagen. Habt ihr das selber auch gefunden da? Nein, da war das ja nicht ist dabei. Alles von der Universität Innsbruck. Hast du Geschwister? Ich habe 3 Geschwister gehabt. Leider ist ein Bruder verstorben. 2015. Ich habe jetzt nur eine Schwester und einen Bruder. Zur Schule bist du natürlich in Wörgl gegangen, bin oder? Bin in Wörgl gegangen, ja. Nur in die alte Volksschule, ja. Dann in die Hauptschule und dann weiter bin ich dann nach Schwarz in die Handelsschule und dazwischen einmal noch eine Haushaltungsschule bei den Ursulinen in Kufstein am Tierberg. Und hast natürlich einen richtig guten Beruf gelernt damals, oder? Ja, also ich wollte Buchhalterin werden immer. So was Trockenes gleich? Ja, nein, das hat mir einfach in der Schule gut gefallen, ja. In der Handelsschule, dieses ja. Fach Buchhaltung. Okay. Ja. Kannst aber gut ich bin sagen, dann gell? Sekretärin geworden. Ja, und ja. Das war's 33 Jahre? Ich war zuerst in einer Baufirma, eine Bauwarenhandlung in Wörgl und dann habe ich geheiratet und ich war 33 Jahre im Bundesrealgymnasium Wörgl Sekretärin. Ja, da hat's natürlich, hättest viele Geschichten zum Erzählen, oder? Ja, ja, das war wirklich, nein, das war so nett mit den jungen Leuten. Ja. Das hat mir einfach gefallen. Da war ich bin jeden Tag mit Freude in das Büro gegangen. Ist es so, dass man dann auch zu dir gekommen ist, wenn der Herr Lehrer was gemacht hat oder man möchte zum Herrn Direktor und dann ist man zu dir gekommen, ja, ist oder? Mir schon gegangen, da habe ich schon geschaut, die Vermittlung oder versucht, den Leuten zu helfen. Also, da haben wir es ja schon wieder, das Helfen. Ja. Du hast dann in den 80er Jahren, warst ja du diejenige, die den Anstoß gegeben hat, den Sozial- und Gesundheitssprengel in Wörgl sozusagen aufzumachen, oder? Das war... Ich war dann im Vorstand, da war ich noch ganz am Anfang. Also der Sozial- und Gesundheitssprengel ist 83 gegründet worden. Wir waren der 3. Sprengel im Bezirk. Ja. Nein, der 3. in Tirol und der 1. im Bezirk Kufstein. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Das muss ja schon eine Aufgabe und, gewesen sein, ja, oder? Und da habe ich dann, da ist der Bürgermeister Atzel damals im Vorstand gewesen und der hat mir seinen Sitz freigemacht, dass ich in den Sozialsprengel-Vorstand komme. Und deshalb bin ich vom Anfang an dabei gewesen. Ja, und das ist eine sehr lange Zeit jetzt gewesen, gell? Ja, das ist eine lange Zeit gewesen, ja. War es schwierig, dann loszulassen? Nein, eigentlich nicht, weil ich habe mir das schon überlegt, man muss einfach auch irgendwann einen Punkt machen und jüngere Leute die Chance geben, dass sie da mitgestalten können und mitarbeiten können. Was waren denn deine Aufgaben im Sprengel? Was hast du da alles bewirken können? Nein, ich war können? Die lange Zeit die Obfrau, Obmann, Stellvertreter und so immer, aber immer im Vorstand. Ja, es ist natürlich, als Obfrau hat man schon große Aufgaben und große Verantwortung, weil man meint immer, ja, so ein Sozialsprengel, denn der ist leicht zum Führen, das ist aber nicht so. Man hat Personal, man hat Verantwortung und, wie du sagst, von der Buchhaltung her, man hat viel Geld zu jonglieren, dass alles passt. Ja, nein, das ist wirklich, es war am Anfang nicht so einfach, weil das nicht so geregelt war. Wir haben da immer schauen müssen, dass das mit dem Geld passt, ganz am Anfang. Ja. Weil ja das gesetzlich nicht so geregelt war wie jetzt. Ja.
Ich meine, zum Kämpfen ist es immer, man muss immer schauen, aber es war eine schöne Aufgabe. Und vor allen Dingen, die Verantwortung hat man schon gehabt, aber wir haben immer ein gutes Team gehabt. Ja. Also ganz engagierte Geschäftsführer, zuerst die Frau Brandt, dann der Herr Schallhardt und dann die Michaela Fabiankowitz. Mhm. Und die sind alle so super und ja, so engagiert, wie man es sich einfach besser nicht vorstellen kann. Ja, am Anfang war es ja nur ganz ein kleines Team, da hat es ja noch nicht einmal Essen auf Rädern gegeben. Das ist ja alles gewachsen. Nein, das ist ja alles gewachsen, weil wir waren eben, wie gesagt, der erste im Bezirk und man hat jetzt das aufgebaut. Und das ist durch die Altersentwicklung, es ist dann immer mehr geworden. Und dann durch das, dass die Leute einfach gern zu Hause bleiben möchten oder zu Hause alt werden möchten, ist natürlich das die Aufgabe vom Sprengel, dass man da behilflich ist und schaut, dass man die Leute unterstützen kann und auch die Angehörigen. Das war ja alles nicht einfach. Damals hat man alles noch mit Privatautos fahren müssen, bevor überhaupt der Sprengel mal ein Auto bekommen hat. Ja, gell? Ganz am Anfang sind die Schwestern, das waren pensionierte Krankenschwestern, die Schwester Rosl und die Frau Fissneider, die sind mit dem Radl gefahren. Ja, so Wahnsinn. War das ganz, wenn wir angefangen haben. Wie seid ihr damals zu den Leuten gekommen? Habt ihr einfach gesagt, wir brauchen jemanden? Nein, die haben gewusst, das ist der Sprengel, und die haben gesagt, sie würden da mithelfen. Diese zwei Krankenschwestern. Ja. Und so hat es angefangen, mit zwei Krankenschwestern. So ist es angefangen, ja. Ja, Wahnsinn. Und jetzt ist ja Wörgl keine kleine Stadt. Nein, aber das hat sich dann, und dann ist immer mehr und mehr geworden. Und und heute ist er ein großer Betrieb. Ja, das ist ein Riesenbetrieb. Ja. Du hast ja dann auch, warst ja Sozialreferentin in der Stadt, Gemeinde. Ja. Und da hast du natürlich auch einiges bewirken können. Seit 86 Soziales und Wohnen. Ja. Und Wohnen, das war sehr aufwendig, weil Wohnen ist ein elementares Bedürfnis der Menschen und denen muss man helfen. Da muss man wirklich schauen, dass die Wohnung leistbar ist und dass man irgendwie behilflich sein kann, weil das ist nicht so einfach. Wenn heute jemand eine Familie gründet und eine Wohnung braucht, und da habe ich mich wirklich engagiert, das muss ich einfach sagen, weil das war mir ein großes Anliegen, dass die Leute zu einer Wohnung kommen, weil das einfach wichtig ist, Arbeit und Wohnen. Ja. Wie bist du denn überhaupt in die Politik gekommen? Ja, durch einen Sozialsprengel eigentlich. Ja. Haben Sie da gefragt, magst du mit uns mitarbeiten? Ja, der Bürgermeister hat gefragt, er hat gewusst, dass ich so sozial engagiert bin, und der hat mich gefragt, ob ich auf die Liste gehe. Und dann habe ich gesagt, ja, wie viel Arbeit ist das? Dann sage ich, ja, das ist nicht so viel, nur was weiß ich, ab und zu mal eine Sitzung und nicht so viel, aber es war dann anders. Ja, war dann viel Arbeit, es oder? Es war dann viel Arbeit, ja. Aber man wächst mit dem mit. Hat dich das gereizt? Ja, hat mich schon, weil einfach das Sachen sind, wo man die Leute helfen kann und das. Und weil man was bewirken kann, da freut man sich einfach. Ja. Du warst ja eine Zeit lang auch Landtagsabgeordnete. Ja, das war ich auch. Ja, also ich habe auch ein Ersatzmandat gehabt. Ja, aber trotzdem hast du das auch machen müssen. Ja, ich habe das einmal gesehen, wie das läuft. Ja. Aber mein Leben ist eigentlich mehr die Kommunalpolitik. Wenn ich jetzt ganz im Nachhinein, muss ich sagen, weil da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Ja, du warst ja lange Zeit auch Vizebürgermeisterin. Ja, war ich, ja. Beim Bürgermeister Arzl, dann beim Bürgermeister Abler. Ja, da ist natürlich auch viel zu tun. Ja, freilich. Ja. Das heißt, viele Eröffnungen machen und dann viel natürlich wieder mal helfen, oder? Das geht nie aus. Ist es so, dass wenn du auf der Straße gegangen bist, dass dich die Leute auch angesprochen haben? Oft. Ja, schön, dass ich dich gerade sieg. Ich hätte anlegen, oder? Ja, hast ein paar Minuten Zeit. Ja. Natürlich habe ich mir die Zeit genommen. Ja. Das ist natürlich schon, war das eine Belastung für dich? Nein, ich habe dann
gesagt, sie sollte nicht, ich habe wöchentlich, ich habe die Sprechstunden gehabt, das war total wichtig, dass man die Leute die Chance gibt, dass sie ihre Anliegen da mir mitteilen können. Und zwar die Sprechstunden zu einem Zeitpunkt, dass sie sich nicht freinehmen müssen, dass sie von der Arbeit nach der Arbeit kommen können. Hast du es dann am Abend gemacht, oder? Am Abend, ja. Ja. Und das war... Das würde sonst auch keiner machen, gell? Nein, das war eines von den wichtigsten Sachen. Ja. Die Leute müssen die Gelegenheit haben, dass ihre Anliegen da darlegen können und unterbreiten können. Hast du eine Sache, wo du sagst, da bin ich jetzt stolz drauf, dass ich dem das ermöglichen habe können? Ja, es sind ein paar Sachen, das sind eigentlich nichts Weltbewegendes, aber zum Beispiel etwas, wo ich dann halt danach von den Bürgern angesprochen worden bin, das ist der Mittagstisch gewesen für die Alleinstehenden, was man dann eingeführt hat, dass die ins Seniorenheim gehen können, Mittag essen. Und das war dann so eine Gruppe, die eigene, weil das sind so Alleinstehende gewesen, dass sie sich selber nicht kochen brauchen und die haben sich da getroffen. Ja. Und das war total nett und die haben mich einige auf der Straße immer aufgehalten und gesagt, mei, so super, dass das gibt. Es ist natürlich auch das Altenheim schon eine kleine, sozusagen ein kleines kämpferisches Thema von dir gewesen, dass das in der Stadtpolitik bleibt. Du hast es erreicht und dafür sind da heute noch sehr, sehr viele dankbar. Als Frau in der Politik hat man es schwerer? Finde ich nicht so. Man muss sich halt alles erarbeiten. Sagt man da nicht, okay, sie sagt mir jetzt was dagegen, heute hat es wieder einen schlechten Tag oder so? Nein, man muss sich alles erarbeiten und wenn dann das Ziel erreicht ist, dann wird das schon akzeptiert und respektiert. Ja. Was ja ist, du bist ja immer am Ball geblieben, gell? Ja. Bei allen Sachen, was du gemacht hast. Du hast ja nie locker lassen. Nein, habe ich nicht. Das hat ja auch einmal der Landeshauptmann gesagt, gell? Ja. Der hat einmal alles durchgesetzt, wenn sie bei mir im Büro war, oder? Ja. Es war ja nur für die Leute. Ich habe ja nicht für mich gekämpft, nicht? Ja. Man hat einfach geschaut, dass man das und das, was Sinn macht und was gut ist für die Mitbürger. Ja. Apropos Bürger, du bist Ehrenbürgerin der Stadt Wörgl. Ist das was Besonderes für dich? Ja, das hat mich schon, wie da die Frau Bürgermeisterin Wegner, die hat mir einen Brief geschrieben und dass der Vorschlag da ist und da habe ich mich schon sehr gefreut, muss ich sagen. Es ist was Besonderes. Ja. Ja, was ist eine besondere Ehre. Was ist für dich heute noch besonders? Dass das respektiert und akzeptiert wird, was man gemacht hat. Und wenn das so ist und wenn die, so wie das halt war, wenn die Leute eine Wohnung gehabt haben und haben mir die Wohnung gezeigt, dann habe ich mich einfach mitgefreut. Ja. Was würdest du denn wünschen heute noch? Ja, dass mit den leistbaren Wohnungen, das ist wirklich ein Thema, das mir im Magen liegt, weil ich treffe viele junge Leute, die sagen, es ist unmöglich, sie können sich keine Wohnung mehr kaufen und zum Mieten, es ist nicht leistbar. Da denke ich mir, hoffentlich ändert sich da was, dass die jungen Menschen, die heute eine Familie gründen, auch sich eine Wohnung leisten können, weil das ist einmal ein Teil. Und dann muss man ja noch leben und dann kommen noch ganz andere Ausgaben. Nicht? Und wenn die Energiepreise und das alles steigt, das ist ja ein Wahnsinn. Ja, das ist echt ein Wahnsinn. Ja. Ja. Du bist ja immer noch sehr rüstig unterwegs. Hast du noch irgendwelche Aufgaben, die du manchmal beim Sprengloch ehrenamtlich machst? Ja, ich gehe manchmal halt aus. Zum Sprengel ist ja gerade, da fühle ich mich wie zu Hause. Ja. Und wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich es halt. Ich meine, wenn mir irgendeine Entwicklung, dann denke ich mir, ja, das muss ich jetzt sagen. Ja. Und nimmt das jeder ganz normal auf? Ja, die kennen mich. Ja. Was wünschst du für die Zukunft? Für dich und für uns? Für mich mal in erster Linie die Gesundheit. Ja. Das ist um und auf ja. und sonst nichts. Wie hältst du dich gesund und fit? Ja, dass man normal immer beim Essen, dass man bei der Ernährung aufpasst und dass man Bewegung macht.
Also da schaue ich schon. Mhm. Ja, ist mir wichtig. Hast du sonst noch Hobby außer dem Sozialspringel? Nein, ja, ich tue gern wandern. Ja? Wandern. Wohin? Das tue ich total gern. Ja, ganz gleich wo, einfach bewegen. Ja, ja. Ich weiß, du warst schon öfter bei den Schlankeltagen natürlich immer dabei, gell? Ja, wenn es geheißen hat, Schlankeltage in die Wildschönau zu machen. Wenn es ums Wandern geht, da war die Maria dabei. Wandern mag ich für mein Leben gern. Mhm. Gibt es eine Strecke, was du gerne machst? Ja, ich mag alles, immer einfach die frische Luft und da haben wir eine wunderschöne Gegend, da haben wir ein wunderschönes Land und einfach, und wir haben auch beim Sozialsprengler Wandergruppe. Ja, ich habe da mal aus gesundheitlichen Gründen eine Zeit lang mal nicht mitmachen können, aber jetzt bin ich wieder dabei. Mhm. Ja. Kann man sich da anmelden? Ja, das ist alle 14 Tage sind wir da wandern gegangen. Das ist auch nicht für die Leute, wir haben das deshalb gemacht, wegen der Bewegung. Ja. Und weil, wenn jemand alleinstehend ist, na, allein da schreckt es und da denkt er sich, nein, jetzt geht doch nicht. Mhm. Aber wenn eine Gruppe ist und es ist alles organisiert, dann gehen sie gern. Seid ihr da mal auch wohin gefahren? Ja. Jetzt haben wir, die letzte Ding war die Almrosen in Alpbach. Ah, schön. Ja. Ja, schön. Maria, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst, dass wir dich ein bisschen vorstellen haben dürfen. Das hat mich sehr gefreut, dass du heute für uns Zeit gehabt hast. Vielen Dank. Ja, danke auch. Mir hat es auch gefreut. Wörgl.fm. Menschen aus Wörgl. Denn jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Folge deiner Stadt im Stream, den Social-Media-Kanälen und im Stadtmagazin. Du hörst Wörgl.fm.